Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und wir sehen hier die Operation Cobra und ich spiele für euch heute den AMX-10 RCR, weil ich den einfach ein wunderhübsches kleines Wägelchen finde. Und auch gleich losgeht. Was haben wir denn hier für Leute? Wir haben einen Arti, wir haben einen Leo, der kann ein bisschen was einstecken. Da hinten ist auch noch ein Jagdpanzer. Na gut, das sollte doch eigentlich alles soweit funktionabel sein. Ich hoffe mal, der Leo, der deckt ein bisschen was auf und zieht die Schüsse so wenig auf sich, weil hier mit dem AMX, da bin ich jetzt nicht so unbedingt der fahrende Panzer im Sinne der Panzerung. Na? So, was macht denn der Abrams? Na gut. Der erste Schuss ging schon mal gut. Jetzt geht's mal weiter. Die Kanone von den AMX ist einfach super gut. Also sehr schön genau. Mag ich sehr gern. Allerdings steht der Abrams da jetzt gar nicht mal so schlecht, muss man leider sagen. Aber wir haben eine potente Kanone, da kann man auch vorne mal so drauf. Außer der Schuss geht sowas von in die Binsen, wie gerade zu sehen war. Jetzt hat er sich endlich mal so ein bisschen hingedreht, wie ich es gebraucht habe. Und dann hat es auch funktioniert. So, hier wird gleich eingenebelt. So, ich stehe aber mal gut da. Oh, kann doch nicht sein, du. Ja, kommt schon überall durch, das ist schon ganz schön. Und die Arti pfeffert da rein. Das Geräusch ist echt ganz geil. So, immer schön drauf, dass wir hier den Schaden hochhalten. Oh, Arti, Arti, Arti. Oh. Lass mich bloß in Ruhe, Arti. So. Über Stock und Stein. Durchs Wasser. Komm, Leo. Zeig uns was. So, da gehen sie auf. So, zack, Leo. Ziel identifizieren. Nochmal ein. Hui, der ging aber mal schön in die Luft. Ja, jetzt ist er weg. So, da unten. Uiuiui, die springen aber alle nach oben, du. Aber am Ende klappt's dann doch. So, Stein, Stein, Stein. Oh, jetzt. Ein Stingray. Zack. Ah, der Schaden von dem Panzer ist super gut. Gefällt mir immer wieder. Da ist der Thunderbolt. Das funktioniert einfach. Zuck. Nummer 1 davon zerstört. Und da machen wir hier den zweiten auch noch weg. 2 von 3. Und jetzt geht's weiter voran. Ach, der Panzer ist optisch so ein Leckerbissen. Das ist krass. Also er gefällt mir echt sausa gut mit dieser Struktur da auch. Haben sie sich optisch wirklich ordentlich bemüht. So, jetzt haben wir hier einen Panzer, wo auch nochmal Heat ganz gut geht.
Der nächste macht den weg. Und auch hier kann ich nochmal mit Heat arbeiten. Zack. Und auch dich kann ich mit Heat bearbeiten. Oh, schöne Damage-Zahl. So, und jetzt machen wir vielleicht da ein bisschen was auf. Da ist diese Arti. So. Oh, 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 der Leutnant. Da unten. Der Endboss sozusagen. Müssen wir aufpassen, weil jetzt komme ich gleich nicht mehr ran. Nee, so klappt es noch nicht. Ich brauche einen besseren Winkel. So in etwa. Und jetzt komme ich schön dran durch diese leichte Steigung. Kann ich ihm jetzt hier immer perfekt in die Seite ballern. Und kann hier da auch wieder den Damage ordentlich boosten. So, ich bin offen. Muss ihn aufpassen, da hinten kommen immer noch so ein paar. Nicht, dass ich da jetzt mich zu schnell in ein Wespennetz setze. Ah, jetzt kam ich nicht runter, aber alles gut. So, und wenn ich mich nicht ganz stark täusche, kommen von hinten dann die weiteren Panzer. So. Jetzt muss da mal jemand den Versorgungstruck klar machen. Und ich bleibe jetzt hier auf der Lauer und beschieße, was da so kommt. Ja, jetzt bin ich da natürlich ein bisschen im Fokus. So, jetzt passe ich hier mal ein bisschen auf, nicht, dass ich da zerstört werde. Ja. Von wem wurde ich denn da zerstört? Wurde ich... Der M8 hat mich zerstört. Okay. Ja gut, das war jetzt unerwartet. Ich dachte mir, ich habe noch gut 700 Hitpoints. Das geht schon klar, aber nee. Ging nicht klar. Aber ich könnte jetzt natürlich hier wieder ins Gefecht springen. Aber will in dem Fall eigentlich den Zuschauermodus hier noch etwas auskosten. Weil ich denke mal, das Team wird es auch jetzt hier ohne mich schaffen. Da bin ich sehr positiv gestimmt. Sie können natürlich jetzt das Depot erobern. Oh, jetzt ist der nächste tot. Vielleicht war das ein Fehler hier. Da nicht. Oh, 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 jetzt hat der noch 12 Hitpoints. Ah, gerade noch so zerstört. Jetzt hier der Leo, der hier wiederum zwei Besucher hat. Ah, ich hätte mich repariert. Ich hätte zurück ins Gefecht sollen. Das wird noch zu eng. Aber ich dachte ehrlicherweise, drei Leute, das schaffen die schon ganz gut. Der PL01 macht hier den Leo aber mal richtig fertig gerade. Er versteckt sich aber auch nicht wirklich, also er macht hier den absoluten Frontalangriff. Arti muss sich hier gerade umstellen, weil Arti gerade nicht mehr irgendwie rankommt. Oh, und ist der auch zerstört. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Er hat hier sein Feld, sein Reparaturset genutzt, wie man sieht. Deswegen auch wieder seine vollen Hitpoints. Hätte ich auch machen sollen. Gebe ich ehrlich zu, war ein Fehler. Da war einfach, da wollte ich ein bisschen zu sehr aufs Geld schauen. So blöd es klingen mag. Aber der macht hier jetzt gerade einen guten Job. Ich glaube, der weiß gerade, dass es an ihm liegt. Und jetzt performt er ordentlich. Auch ein toller Panzer.
Der M1128 MGS. Oh, jetzt hat er aber nochmal einen dicken bekommen. Ich weiß auch nicht, was die Arti da macht. Arti, ja. Arti hat da nicht wirklich performt. Da kamen die Schüsse. Arti hat sich einfach noch weiter umstellen müssen. Die Ann-Kathrin. Na, schauen wir mal, was die Ann-Kathrin jetzt so reißen wird. Das wird es natürlich sehr, sehr schwer. Da hätte sie von Anfang an hinfahren sollen. Da hätte sie von Anfang an besser wirken können. Da oben hat sie nicht wirken können, deswegen hat man auch gesehen, keine Schüsse. Jetzt geht hier auch nichts mehr auf, also da hinten die zwei M8, die da noch zuletzt waren. Jetzt hat sie hier die Fackel genutzt, aber die Gefechtsbeleuchtung bringt ihr hier auch nichts. Die Gegner sind da nicht mehr scheinbar. Haben sich auch scheinbar schon ein bisschen umgestellt. Ich würde da fast noch mal eine zweite nutzen. Vielleicht hat sie aber gar keine zweite dabei. Oder einfach mal ganz kackendreist versuchen, den Cap zu nehmen. Und das macht sie jetzt auch. Das könnte noch das Allheilmittel sein, wenn der Gegner hier jetzt hier nicht die Basis versucht zu halten. Das könnte durchaus funktionieren, aber wie gesagt, da muss jetzt nur der M8 da kommen und irgendwie was dagegen haben, dann könnte es das schon gewesen sein. Also jetzt hier sneaky versuchen, den Cap einzunehmen. Bisher schaut es gut aus. 40% ist schon durch. Und auch wenn gefühlt die Unterstützung durch die Arti hier im Gefecht nicht wirklich viel erbracht hat, aber wenn sie es jetzt schafft, da durchzukappen, dann muss man sagen, alles richtig gemacht. Besser hätte sie es dann gar nicht hier retten können. Auch nicht versucht, jetzt noch den Schaden irgendwie rauszupratzen, sondern wirklich einfach, so wie es sein soll, das Ganze durchgezogen. So, noch 15 Sekunden. Das ist natürlich Anspannung pur, muss man sagen. Komm, noch 5. Jetzt nur kein M8 mehr. Kein Gegner mehr aufdecken. Komm, 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 komm. Yes! Da hat es geschafft. Sehr gut. So sollte sein. Und da hat es ja, da habe ich ja Gott sei Dank trotzdem noch Glück gehabt und das Set nicht eingesetzt, war nur halb so schlimm. Sie hat auch, oder ja, Ann-Kathrin, wenn die Spielerin heißt, wird es schon eine Dame sein, sie hat auch Puh geschrieben, also ich glaube auch, ihr ging ordentlich die Düse am Ende. Und jetzt schau mal, was hier das Endtableau denn so sagen wird. Und wir sehen, komm, 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 wir haben 13.500 Schaden gemacht, 5.300 aufgedeckt, aber der M1128 hat hier nochmal ein bisschen mehr Schaden gemacht, hat sich verdient, den ersten Platz geholt und die Ann-Kathrin hat hier auch einen sehr guten vierten Platz geholt. Vielen Dank an dieser Stelle und wir sehen, was man hier am Ende rausbekommt. Ja, war eine Runde, die so nicht geplant war, aber dadurch hat es nochmal ein bisschen spannender gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.